Dankeschön für die Kommentare. Guten Tag. Ich habe wunderschöne Kommentare hier und da bekommen viele Leute, schreiben mich hier an. Privat, das beantworte ich auch immer wieder, das habe ich schon gesagt. Aber wie gesagt, so viele Kommentare kann ich nicht jeden Tag beantworten, weil ich habe sehr, sehr viel zu tun. Diesen Satz kennen wir. Aber vielen, vielen Dank. Manche beantworte ich sehr gerne. Neulich hat mich eine Frau hier angeschrieben und hat gesagt, kannst du etwas Positives endlich mal über Stier sagen? Alles, was ich sage, ist sehr positiv. Natürlich, weil Stiere sind wunderschöne Menschen, so gesehen, sind natürlich Skeptiker. Wenn du Stier erzählst, ich habe schon ein Beispiel gebracht, dass das echtes Gold ist, dann wird er da so lange reiben und gucken, ne? Bis er wirklich einen Beweis kriegt, dass das wirklich echtes Gold ist. Also er geht auch zum Juwelier mit dem Ring und guckt, ob das wirklich Gold ist. Und es ist so, wenn du mit Stier da so Date hast oder so, er bekommt Blumenstrauß von dir, sehr, sehr schön, das ist wunderschön. Aber er wird auf jeden Fall ein Auge auf deinen Kontoauszug werfen. Er wird gucken, wie viel Geld da ist, ob das Sicherheit ist. Er wird auch gucken, was für Familienverhältnisse du da hast, woher du kommst, was macht die Mutter, Vater und Bruder. Also das wird er alles prüfen. Weil er ist wirklich ein Skeptiker. Und wenn du zum Stier sagst, habe ich schon erzählt, ich möchte eine Bar aufmachen, was auch immer, mit schönen Schnitzelchen oder Getränken, wird Stier sagen, pass auf, du bist schon jetzt pleite. Pass auf. Also Stier ist, wie gesagt, ein Mensch, der liebt wunderschöne Sachen, habe ich schon erzählt. Es geht um Füllen. Tolle Stoffe, Satin, Seide, Pelze, liebt Stier sehr. Ich war gestern bei einer Augenärztin und als ich reinkam, es hat wunderschön gedüftet da in ihrer Praxis und in ihrem Zimmer. Ich glaube, das war Dior, weiß ich nicht. Ich glaube, das war Chloé. Und ja, das war Chloé, ja. Und da habe ich gesagt, wow, wie es toll riecht bei Ihnen, sind Sie Stier? Sie hat gesagt, ja. Da wusste ich sofort, dass die Düfte liebt, von besten Qualität natürlich. Stier liebt auch gutes Essen, habe ich auch erzählt. Aber keine so scheiß Molekularküche und solche Küche, wo du da auf dem Teller irgendwelche Dämpfe kriegst. Nein, nein, nicht solche Scheiße. Schön Schnitzelchen, Gulasch, Bäckchen aus Rind, schöne Soße. Tolle Käsesorten, Ziegenkäse und so. Also immer schön essen, fühlen, riechen. Ich habe eine Freundin hier zu Hause gehabt, die hat immer zu mir gesagt, im Treppenhaus stinkt immer nach etwas. Was ist das? Ich habe meinen Nachbarn gefragt, der hat gesagt, das ist Rapsöl. So. Na, siehst du, hat sie gesagt. Ich habe das gerochen. Das riecht nicht so toll. Also riechen, fühlen. Geschmack für Raumgestaltung haben Stiere auch. Sie können schöne Wohnungen einrichten, das haben sie auch. Sie können sich gut anziehen, aber wie gesagt, nicht so wie ich natürlich, aber beste Qualität. Und immer gut essen. Keine Schickimicki, das ist nicht Zwilling und das ist nicht Schütze. Nur Schützen und Zwillinge gehen immer in diese Schickimicki-Restaurants. Stier weiß überall, wo man gut essen kann. Aber nicht irgendwelche da. Ach, Dämpfe da auf dem Teller. Wie gesagt, unter rein sexuellen Schwierigkeiten leiden Stiere selten. Beim Ausleben erotischer Fantasien sind sie sehr gehemmt und prüde. Keine exotischen Liebesspiele, Sinnlichkeit beim Sex, aber keine Fantasie, das, was die Männer oft wollen, da irgendwelche Positionen. Und ich habe da einen Film gesehen mit Barbara Streisand, wo sie
Schlagsahne auf die Brüste gesprüht hat. Also sowas nicht. Sinnlichkeit ist gefragt beim Stier. Ja, und die sind sehr prüde. Ich erinnere mich, ich war letztes Jahr, da war meine Freundin, die ist Stier, zu Besuch und ich war im Bad und das war so heiß und alles voller Dampf. Und ich bin da rausgegangen aus dem Bad mit Handtuch ins Wohnzimmer. Und meine Freundin war da im Wohnzimmer, hat sie Kaffee getrunken, Zeitung gelesen. Sie hat mich so fertig gemacht. Wie kannst du überhaupt wagen, hier nackt ins Wohnzimmer zu kommen? Und mein Mann ist da auch in irgendwelchem Zimmer. Wie kannst du das? Sie hat das nicht begriffen. Mein Gott, ich kenne die Frau 20 Jahre und ich habe mit der Frau nichts zu tun, sie hat einen Mann. Aber sie hat mich fertig gemacht. Das ist diese Prüderie von einem Stier. Deswegen, Sex ist da oft ja, unter der Decke. Sinnlichkeit ist natürlich da, auf jeden Fall. Aber keine spezielle Zirkusveranstaltungen, das mag ich dir nicht. Ja, und wie gesagt, riechen, habe ich schon erwähnt, und Gerüche, Stier hasst, wenn jemand daneben Stier im Bus ist und stinkt nach Knoblauch und Paprika und Zwiebeln, das mag er nicht. Morde natürlich liebt Stier auch, aber das ist, wie gesagt, in seinem Gebiet. Die sind keine Mordegags oder so, ne? Die sind keine Dandys in dem Sinne. Aber das ist sehr wichtig. Und hören, lieben Musik und singen sie irgendwo in einem Chor. Viele Stiere sind sowieso bekannte Komponisten. Also das ist schon sehr wichtig. Und wie gesagt, Samt, Seide, Pelze, schöne Düfte und schöne Stoffe. Das lieben Stiere sehr. Und vor allem haben sie einen starken Instinkt für Harmonie. Also, wenn jemand sagt zu mir, gibt's noch etwas über Stiere? Etwas Positives bitte. Habe ich heute bewiesen, dass Stier ist ein sehr positives Zeichen. Aber für heute ist die Zeit um.